Ich unterrichte bei der Clubschule schon ungefähr 5 Jahre. Verändert hat sich die Arbeitsweise. Vorher war man mehr im Seminarraum, so wie hier. Flipcharts waren unsere Arbeitsmittel und Whiteboard. Die physische Präsenz hat sich natürlich verändert. In der Online Academy sind wir zwar da, aber durch den Bildschirm verbunden. Und eine Person sitzt vielleicht in Rio, die andere sitzt in London, die dritte in Hongkong, ich in Zürich. Und zusammen halten wir diese Deutschklasse ab. Die Teilnehmer kommen mit unterschiedlichem Vorwissen in den Kurs. Je nach Niveau kann sich das sehr stark unterscheiden. Zwischen A2 und C-Niveau zum Beispiel ist ein großer Unterschied. Ich nutze E-Learning in der Kursvor- und Nachbereitung, indem ich mich informiere über jeden einzelnen lernenden Studenten, zum Beispiel wie weit er mit den Hausaufgaben ist, beziehungsweise wie viele von den Modulen er schon bearbeitet hat. Wir sehen darin auch, wie erfolgreich das die Person ist und wie häufig das er gelernt hat. Es gibt 2 Sorten Privatunterricht. Es gibt das ganze Paket, das man so buchen und kaufen kann. Dann hat man immer eine Lehrperson, die für einen zuständig ist. Und das zweite ist, wenn ich eine Online-Academy-Klasse zusammen habe und eine Person findet zum Beispiel, ich möchte dazu noch mehr lernen, dann kann er mich zusätzlich oder sie buchen über die Plattform.